Ja, derweil Diamantes, du blickst dich kurz um und kannst dann erkennen, wie Tekala wohl einer der wenigen Leute noch ist, der trotz seines Alters und der wenigen Erfahrung noch im unteren Teil der Reling steht und dann dort sich noch an einigen Seilen festhält, beziehungsweise die Seile festhält, damit die dann eben nicht verloren gehen. Und du siehst dann wohl auch, wie dann noch irgendeine Anker-Taurolle hin und her pfeift. Und wenn die dann verloren geht, dann verliert ihr mindestens ein Segel. Also dass er dann eben tatsächlich gerade euch noch den Wind in den Segeln hält, sodass ihr eben überhaupt noch mal rauskommen könntet, kannst du dann eben zu ihm treten. Gut machst du das, mein Junge. Wir klettern da jetzt hoch und halten das von oben fest. Hast du mich verstanden? Du musst sagen, wo halten. Ich nicht wissen. Ich nur halten, weil gesagt. Aber natürlich. Tu einfach das, was ich dir sage. Kletter vor. Ja, dann stemme ich mich wegen dem Mast, nehme noch eins der Seile, das hier mittlerweile wohl rumfliegt, wirf mir das über die Schulter und fange an, so wie ich das auch bei Tekala gesehen habe, dort am Mast hochzuklettern, um das zum gerissenen Stück des Segels zu kommen. Eine Kletternprobe plus 15. Ja. Ja, plus 15. Ich nehme mal meinen Wert und packe dort 8 ASP rein. Dann kannst du ihn um 16 erhöhen. So ist es. Und da ich die Spezialisierung Freiklettern habe, komme ich dann auf einen sehr beachtlichen Wert. Ich würfel einfach mal. Plus 15 ist nicht eingetragen, aber ist locker geschafft. Ja, wir ziehen die 15 von den 32 Sternchen ab und das ist gelungen. Hinter dir kannst du dann auch Tekala hören, der wohl immer noch die Rolle festhält und du weißt nicht genau, wie er nach oben gekommen ist, aber er hat halt immer noch die Seilrolle in der Hand. Du müsstest sie noch verknoten. Du siehst auf alle Fälle, wo das Segel sich losgerissen hat, wo das Tau dann eben hin und her fliegt. Da könnte man ranspringen. Das ist natürlich jetzt selbstmörderisch. Oder aber man müsste noch ein weiteres Stückchen nach oben klettern, um das dann noch von weiter oben dann anzureichen. Oder wie gesagt, ranspringen. Unter dir siehst du das Deck, wie es dann wohl sicherlich 4-5 Meter nach unten geht, auf die rutschige Oberfläche. Du siehst auch noch die Leichen von 2-3 anderen, die dort mit gebrochenen Beinen noch um Hilfe schreien und dann mit angsterfüllten Augen in den Limbusnebel blicken. Und dann, wie gesagt, kurz noch einmal ein Sonnenstrahl von Rondra, die aufgerissene Wolkendeckel, immer mal wieder ganz kurz. Weiß nicht genau, was Sulamin dort unten tut, aber sie ruft die Götter an und du bist ihr dankbar. Ja, dafür habe ich jetzt kein großartiges Auge. Ich werfe da einen Blick hin. Wenn man da hinspringt, muss man das auch direkt festbinden. Ne? Also das ist dann wahrscheinlich nichts, was ich auf Tekala abwälzen kann. Also dran springen könnte er höchstwahrscheinlich, aber Fesseln in Fesseln, ob er das schafft, du bist dir nicht sicher. Dafür braucht du seinen alten Seebären erfahren. Ja, ich gehe aber dennoch die sichere Route, denn meine alten Knochen machen das vielleicht nicht mit und möchte das Stück noch klettern, um dorthin zu kommen. Dann eine weitere Kletternprobe. Plus 8, das ist nur ein kleines Stück. Okay, vielleicht geht das daneben, aber ich nehme mal keine ASP mit rein. Nachträglich ausgeben kannst du immer noch, aber dann wird's teuer. Genau, so ist es. Plus 8. Und es ist gelungen. Das reicht. Dann kletterst du ein weiteres Stückchen, bedeutet Tekala, dass er dort stehen bleibt und kannst dich dann an dem Segel entlanghangeln, bis du dann das Tau in deiner Hand hast. Das zweite, die Rolle, ist dann bei Tekala. Und so kannst du dann wieder zu ihm kommen. Es wäre natürlich selbstmörderisch, wenn du jetzt rangesprungen wärst, so wie es flattert und reißt. Gerade eben auch noch, wenn Rondra wenige Sonnenstrahlen schickt, das ist besonders chaotisch, weil dann eben diese Ordnung mit dem Chaos kämpft. Und dann stehst du wieder mit einem blutverschmierten Seil, einige Fetzen von Fleisch noch daran, vor Tekala, der dich wieder aus großen Augen anblickt und sich nur mit einer Hand festhält. Du bist ja auch nicht ganz sicher, wie er so viel Halt mit seinen Füßen findet, aber du bist ihm dankbar, dass du ihn hast. Halt das fest! Und dann fange ich an, den Knoten zu binden. Fesseln und Fesseln. Plus 10. Schnellstmöglich wieder runterkommen. Ja, jetzt bräuchte man Meisterhandwerk Fesseln Fesseln, aber ich bin zuversichtlich, dass es auch so klappt. Misslungen. Und Glück habe ich nicht. Ich gebe meinen Schicksalspunkt aus, um den Wurf neu zu würfeln. Und drücke die Daumen. Und das reicht. Und gerade das so sieht eben. Gut aus. Du blickst noch einmal nach oben. Wie gesagt, der Limbusnebel und
die Rondra, die dann kämpft, kurz hattest du das Seil verloren, greifst aber nochmal danach und du rutscht von dem klebrigen Masten herunter, das Holz, was unter dir irgendwie nachgibt. Dann merkst du aber, wie die Hand von Tegala zupackt, dich einmal greift und damit hast du auch die nötige, nach einem kurzen Schrecken, hast du die nötige Entfernung zu dem Seil, um dann zu dem Tau, um es wieder zu greifen. Er zieht dich wieder nach oben, als würdest du nur so viel wiegen wie ein Kind und dann stehst du wieder auf festem Holz, auch wenn es glitschig ist. Kannst du noch einmal den Knoten wieder zusammenzurren, der Knoten, der seit Jahrzehnten in der Landfa gelehrt wird, und dann bist du der Meinung, dass es sicher ist. Derweil unten bei Rafim. Boltax stürmt gerade wieder nach unten. Neben ihm kannst du noch die kleine Angroschminia erkennen und das Deck hat sich weiter gefüllt. Die Trollzacker weichen jetzt auch allesamt wesentlich mehr in Richtung der Treppe, da sie Angst haben vor dem salzigen Wasser. Oh, dieses Magenbitter hat so gut getan. Rafim, wie ist die Lage? Wasser und magische irgendwas. Ist weh. Ja, mittlerweile kannst du dann auch den Stierkopf-Schaman erkennen, wie er dort mit seinem Stierkopf in eure Richtung blickte, die rot glühenden Augen. Da ist was im Wasser. Im Wasser? Ja, er hat recht, da ist was im Wasser. Ifritim. Na gut. Ja, dann packe ich mir an meinen Schlangenring und wirke einen geodischen Wasserbann. Der geodische Wasserbann. Erzähl mir, was er tut. Dieser Zauber erschafft ein Schutzfeld gegen Wasser aller Art, seien es nun Regentropfen, hohe Luftfeuchtigkeit, Tiefen des Meeres etc. pp. Der Geode ist von einer etwa 3 Finger dicken Zone aus Luft umgeben, sodass kein Wasser zu ihm vordringt. Auch starke Wasserströmungen beeinträchtigen ihn nicht. Andererseits ist es ihm auch nicht möglich zu schwimmen, er sinkt unweigerlich zum jeweiligen Grund hinunter. Allerdings reicht die Atemluft nur für RKP-Sternspielrunden. Gegen elementares Wasserattacken schützt dieser Zauber als zusätzlicher Rüststütz in Höhe der halben RKP-Stern. Also dann kommt erstmal eine RKP. Geht das auch gegen Unwasser? Ja, okay. Wasser aller Art. Ja, okay. Geht ja damit extra mit. Gibt es ein, ja, du wirkst ein Ritual, beschwörst Sumu aus deinem Ring in die Umgebung. Mhm. Wie so ein kleiner Gardianum flackert eine Kugel um dich auf, nur dass es kein Gardianum ist, sondern einfach nur ein Wegdrücken der Wassermassen, die dann eben noch ein kleines Schritt, ein klein bisschen höher aufragen. Und dann kannst du sehen, wie unter dir, es sieht aus wie Quallen, die dort zappelnd auf dem Boden liegen, aber es sind keine Quallen, es sind Schlieren. Es sieht aus wie Haare oder so etwas, wie einfach unsichtbare Haare, und dann wirst du angegriffen. Würgewellen. Alles klar. Dann bitte. Ja, ich würfel einfach mal. 3 Stück, die greifen auf die 10 an. Und 2 würden treffen. Okay, dann, ich weiß nicht, kann ich die parieren mit meinem Dolch? Ja, doch, ich würde schon sagen, ne, wenn dein Dolch magisch ist, auf alle Fälle, weil es Dämonen sind. Ja, der ist ja Titanium. Aber wie pariert man eine Welle? Weiß ich nicht. Probier es einfach mal. Dadurch, dass sie einfach keine Substanz mehr haben, sondern nur noch als Essenz vorliegen, warum nicht? Also, kannst ja auch Kobolde parieren, das ist ja auch noch Essenz. Kobolde sind nicht nur Essenz. Ja, also der wäre pariert. Und den zweiten würde ich einfach mal fressen. Ja, sie machen 1W6 plus 1 Würgeschaden. Mhm. Schauen wir mal nach. Sind 5 Würgeschaden. Mhm. Und wie sieht das aus mit deiner Ritualkenntnis? Wie viel Rüstungsschutz würde das geben? Halbe RKP Stern, also 11 durch 2 sind 5. Dann frisst deine Sumu-Bannungskraft den Haarschaden. Wie gesagt, du siehst eben, wie diese Proto-Essenz-Haarwolke auf dich hinzuschwebt, versucht auf deinen Hals eben oder vor allem auf deine Kehle dazu zu rasen. Kannst es dann neben deinem Dolch nicht mehr ganz hinzubringen, aber es passiert einfach nichts. Sie wirbelt an dir vorbei und auf der anderen Seite platscht sie dann wieder auf das Deck, wo dann eben auch das Wasser fehlt. Kannst jetzt aber auch erkennen, wie es um euch herum wimmelt. Und du siehst dann eben auch, wenn du dich so ein bisschen bewegst, jetzt ist natürlich einfach alles wesentlich einfacher, weil dann eben auch die sämtliche Feuchtigkeit von den Holzplanken verdrängt wird, dass da dort auch noch viele weitere Maden dann aus den Holzwolken dann reinquellen. Ja, Rafim, kümmere dich drum. Und ich würde selbst dann versuchen, mich einer dieser Wellen zu erwehren mit meinem Titanium-Dolch.
würfel einfach mal eine Attacke. Ja. Das sieht gelungen aus. Dämonen parieren nicht, sie haben keinen Überlebenswillen, vor allem, ist ja auch keine Parade angegeben. Wellen parieren nicht. Jetzt Schaden machen. Ah, nur 9. Dein Dolch macht 1W6 plus 7. Genau. Durch das Titanium. Und du zerteilst die Haare, die dann vor dir liegen. Angriffine, derweil versucht, irgendwie mit ihrem Hammer auf die Wasseroberfläche zu hauen. Der ist natürlich geweiht und verursacht dann irgendwie geweihten Schaden, Ingrim geweihten Schaden an korruptiven Dämonen. Aber es ist einfach viel. Es ist klamm, es ist schleimig, es stinkt. Und zu eurer Überraschung könnt ihr jetzt auch erkennen, wie sich einige Taue, mit denen ihr dann die Kanonen verzurrt habt, leicht bewegen. Boltox, was soll ich machen? Hau die Dinger kaputt, die im Wasser sind. Wir gehen langsam und geordnet vor. Ich verdränge das Wasser, du haust drauf. Ja. Ja, und ja. So würde ich mich versuchen, mit Rafim durch das Schiff, beziehungsweise diesen Teil durchzuarbeiten. Ihr habt viel zu tun. Derweil bei Zulamin. Die Gebete werden lauter, lauter und lauter. Und du kannst das Kreischen und das Donnergrollen von Rondra hören, wie sie über dir mit den Elementen kämpft. Dafür ist sie da. Zulamin starrt in die Sandschale und folgt dem Pendel, das wild hin und her schwingt und immer mal wieder gegen den Rand der Schale schlägt und dabei einen dröhnenden Gonglaut von sich gibt. Sie denkt an Chilas Khan, an Belharion Manning und versucht aus den Mustern schlau zu werden. Deuten der Zeichen. Gelungen. Du siehst, wie das Pendel so chaotisch ihr euch bewegt, umso harmonischer bewegt es sich und als dir klar wird, welche Form das Pendel in den Sand malt, kannst du dich selber vielleicht fast nicht beherrschen. Schluckst etwas und siehst dann das gewaltige, starrende Auge. Es ist einfach nur ein riesiges Auge aus Sand, was dich anstarrt, aber die Bewegung des Pendels lässt das Lid eben auch bewegen. Du siehst, wie die Linse dich fokussiert und in deinen Gedanken materialisiert sich einfach nur dieser Sturm zu einem Gedanken. Bahamut. Zulamin macht eine rasche Handbewegung, greift in den Sand und zerstört das Bild. Du greifst hinein und es tut weh. Du merkst, wie der Sand an deiner Haut frisst. Er ist kalt und heiß gleichzeitig. Und es ist fast, als würdest du ein Glas greifen. Zerschneidet er deine Hand. 1W6 Schadenspunkte. Du ziehst deine Hand zurück, das Auge ist zerstört, aber du siehst, wie diese kleinen Silizium, diese kleine splitternden, es glitzert ein bisschen, als du deine Hand zurückziehst und du siehst, dass sich der Sand so ein bisschen in deine Hand eingefressen hat. Es ist nur wenig, aber du erkennst es und aber das Auge ist weg. Und das Pendel ist weiterhin chaotisch, rast jetzt hin und her wild durcheinander und diese Formation, diese Ordnung im Chaos ist einfach wieder weg. Zulamin ballt die Hand zur Faust und betrachtet einen Moment lang diese kleinen, splitterigen Kristalle auf ihrer Hand. Dann schüttelt sie ab und fegt sie zurück in die Schale. Steht auf. Betet weiter. Habt keine Furcht. Ich werde zum Kapitän hinaufgehen. Ja, Alan, was tust du dabei? Ja, man hängt zusammen mit Dottore vermutlich ein wenig fester, als es sein müsste, an das Steuerrad geklammert und versucht, den Kurs gerade zu halten. Also nicht unbedingt gerade, sondern es wird auch einiges an Wellengang sein, uns nicht versehentlich zwischen zwei Wellen zu platzieren, sodass uns der Kiel bricht. Ja. Denn das ist eine reale Gefahr bei starkem Wassergang. Du siehst, wie gesagt, starker Dauerregen, Niederschlag, noch und nöcher.
immer mal wieder, auch gerade den großen Fleischbrocken kannst du noch versuchen auszuweichen, aber vor allem dann diesen riesigen Wellen, die du ausweichen musst, dass ihr euch nicht querstellt, damit ihr euch dann komplett dreht. Das wäre natürlich dann die Apokalypse für euer Schiff. Und der Dottore gibt weitere Hinweise, weitere Tipps. Gemeinsam stellt ihr euch gegen die Wellen. Eine Seefahrtsprobe bitte, Steuermann. Sie ist erschwert um 18 Punkte. Durch die Qualität eurer Mannschafter bekommt ihr eine Erleichterung um 3. Das ist gut. Das ist tatsächlich ein Handwerk. 18, das ist eine plus 15 und ab die Brust. Misslungen. Das ist aber richtig schlecht. Moment, willst du vielleicht einer der Katzen einen Schicksalspunkte einsetzen? Stirbt die dann? Ja. 3. Wenn ich jetzt Ja sage, ist das auf meinem Haupt, aber ja. 1. Im Hintergrund spricht. In Abelmirs Kajüte ist das Fenster offen. Also, ich würfel neu. Ein Katzenschicksalspunkt. Dies ist gelungen mit, warte kurz, minus 15, 4 über. Ja. Aber gelungen. Die Moral, Brüder vom Steuer aus. Früher war das nicht so scheiße! Die Welt geht wirklich vor die Hunde! Die Moral eurer Mannschaft sinkt um einen Punkt. Angie ist gestorben. Du weißt es zwar noch nicht, aber später bei deiner Erzählung wird Zulamin feststellen, dass Benji fehlt. Und während du und gemeinsam mit Dottore euch gegen den Wind stellt, du kannst auch sehen und hören, wie Hasswolf ebenso nach oben geklettert ist als Kaplan, könnte er natürlich jetzt auch unten mit Zulamin stehen und beten, aber er tut das, was das Schiff wirklich zusammenhält. Siehst du eben, wie über euch dann noch Diamantis mit seinem kleinen Sklavenjungen noch die restlichen Taue anhält. Jetzt auch mit dem Mut der Verzweiflung wird sich auch der ein oder andere dann von Abelmir lösen und dann ebenso nach oben versuchen zu klettern. Einer wieder wird dann vom Wind davongetragen und verschwindet einfach mit einem Klatschen. Den Hilferuf kann man nicht mal mehr hören und dann kannst du es einmal knacken hören. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ein Knacken ist nie gut. Derweil würde ich mir oben anstelle mal meine Option überlegen, danach meine Stiefel ausziehen, also mich mit blanken Fußsohlen auf das Deck stellen und eine Wettermeisterschaft wirken. So, die Modifikation, ich lasse mir natürlich Zeit, also verdoppelte Zauberdauer und verdoppelte Wirkungsdauer. Ja, hast du den Unitatio? Ja. Dann würfel aber erst den Unitatio. Achso, ich wollte es eigentlich allein sprechen, weil ich wusste nicht, ob jetzt noch die andere Marke ja in meiner Nähe ist. Deswegen. Ja, du hätte ich jetzt sonst auch beschrieben, aber wenn du dazu anstimmst, dann wird natürlich Magistra Kohlrab ebenso helfen. Gut, ich glaube, der Unitat ist noch schwer um die Anzahl der Teilnehmer, glaube ich. Ja, ich erleichtere ihn dir zusätzlich um 3 Punkte durch Kohlrab. Also ich würde mal einen Unitatio minus 3. Genau. Mach einfach mal den Unitatio. Und während du dort stehst, kannst du sehen, wie natürlich auch die Magier, die angestellt habt, ihre Position eingenommen hat. Marcesca Palligan, die schwarze Magierin Adepta Minora, steht oben auf dem vorderen Teil des Deckes im Vorderkastell, hat einen gewaltigen Guardianum aufgespannt, auf denen dann noch die Fleischfetzen prallen und nicht weiter dann noch das Deck verunreinigen. Die Kuppel ist gewaltig groß und währenddessen kannst du dann Magister Kohlrab neben dir sehen, du bist gerade nach oben getreten an die Reling, versuchst dich festzuhalten, da spürst du dann eben auch die Hände, die eiskalten Hände von Kohlrab, die dann in einem Unitatio dann das gleiche macht und dich an den Händen hält und du spürst, wie die magische Kraft durch ihren Körper in dich hineinfließt und sie pumpt dich voll mit einfach Energie, einfach mit dieser Sternkraft, die dich fast zu sprengen droht. Wettermeisterschaft. Guck mal, erstmal die Modifikation, wie gesagt, verdoppelte Zauberdauer ist minus 4, die verdoppelte Wirkungsdauer ist nur 7, ist plus 3, halbiert plus 2. Da ich will, dass die Probe, die Zone sich mitbewegt, ist eine plus 7, wäre also schon mal plus 9. Jetzt ist die Frage, ist ein Sturm oder ist ein Orkan? Ein Orkan. Gut, dann müsste ich mindestens um 2 Stufen runtersinken, also von zu Sturm zu steifer Brise war vermutlich, damit es auch einen Zweck hat. Ja. Das wären dann weitere 2 Punkte, wären eine plus 11 Probe. Möchtest du sonst noch irgendwas machen mit der Wetterlage? Nee, oder nur die Windgeschwindigkeit? Nur die Windgeschwindigkeit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich unser größtes Problem gerade, dass die Segel halt einigermaßen. Kälte ist nicht so wichtig.
vermutlich nicht. Und der Regen, ja, ist halt Regen, Blutregen, aber ja, ich will es nicht noch weiter erschweren. Also ich trage mal die plus 11 ein, wird schwer genug. So, jetzt ist die Frage, ob Kohlrab die Sonderfertigkeit Zauber vereinigen hat. Hat sie. Ja, dann darf sie ihre halben ZFW dem Magier zur Verfügung stellen, also dem Bundführer, in dem Fall Abelmir. 7. Das wären dann plus eine Erleichterung von 4, nur plus 7 dann. Korrekt? Nee, also sie gibt dir 7 Punkte. Ah, so, denn. Also sie hat einen Wert von 14 und 7 kann sie dir geben. Korrekt. Gut. Ich würfel einfach mal ein plus 11 Probe, mal gucken, was rauskommt. Es wäre auch so gelungen. Ja, du wirst wie gesagt durchflutet. Es tut fast weh, wie diese Sternkraft dann von Kohlrab in deinen Körper gepumpt wird und dann aus deinem Körper herauskanalisiert wird. Und du kämpfst dann auch mit den Niederhöllen selbst. Du siehst ein gewaltiges Auge. Du siehst unbestimmte Szenen von einer durchfluteten Stadt. Du siehst, wie Mauern gebrochen sind und schwerer Nebel über der Stadt hängt. Und dann hast du einfach nur noch ein blaues Buch vor Augen, als dir schwindelig wird und du auf dem Deck zusammenbrichst. Gehst in die Knie und merkst dann noch, als du mit blutunterlaufenden Augen, eine blutende Nase und blutenden Ohren, dann so ein bisschen dich festhältst an der Reling. Das Schiff schwankt immer noch, du hast deine Orientierung verloren, als dann plötzlich Zulamin vor dir steht. Was ist los? Zulamin, hilf mir auf. Zulamin packt dich an der Schulter und versucht dir auf die Beine zu hieven. Abelmir, es ist der Landverschlinger. Er ist erwacht. Ja, ich habe ihn gesehen. Wir müssen hier schnell weg. Was habt ihr getan? Hat das Wirkung gezeigt? Ich schaue zum Himmel. Und über euch ist der Himmel kreisrund. Du siehst, wie der Sturm tobt. Eine perfekte Kugel um euch herum. Du schätzt sie kurz ab. Es werden sicherlich 100 Meter sein um euer Schiff herum, in der sich der Sturm zurückgezogen hat. Vielleicht habt ihr gerade eben mit den Künsten von Jalen als Kapitän das Auge des Sturms erreicht, aber du siehst einfach nur diesen schwarzen Himmel, der lila durchleuchtet ist von Blitzen, teilweise mal ein bisschen rot, was daran zu erkennen ist, dann wieder lila und alles ist irgendwie finster und kalt, die Sternleere, die euch einhüllt. Der Rad ist noch höher, der ist dafür mal 50 Schritt. Also werden 500 Schritt Radius. 500 also. Schritt, dann so. Ist, glaube ich, operativ relativ egal für uns. Lamin hat den einen Arm noch um Abelmirs Taille und als sie oben sieht, dass sich der Sturm ein wenig gelegt hat, zumindest da, wo wir sind, umarmt sie ihn einmal. Ihr habt es geschafft. Nun ja, es wird nicht für ewig halten. Wir müssen schnell an Land. Steuermann, setzt einen vernünftigen Kurs aus dem Sturm raus. Was glaubst du eigentlich, was ich hier tue? Im Kreis fahren, damit wir dieses schöne Wetter genießen können? Ich weiß nicht, was du tust, aber setz einen vernünftigen Kurs. Götter. Könnt ihr noch Haswell von oben hören und schlittert dann runter. Die gute Nachricht ist, der Kahn ist noch in einem Stück. Die schlechte Nachricht ist, dies ist nicht das Auge des Sturms. Sonst wären wir ja wohl auf Maras kommen. Der Hauptbass hat einen ordentlichen Knackser bekommen. Dann nagel ein paar Latten dran, damit er hält. Handwerker! Holt da rum und ruft dann erstmal in der Werkstatt. Das war früher nicht so scheiße, ich sag's euch. Merklich ist daran, dass wir von Süden kommen. Verdammt, was ist denn im Rumpf? Hat jemand mal nach Boltags geschaut? Boltags und Raphim können auf sich aufpassen. Boltax und Raphim zertreten gerade eine der letzten ekelhaften, tentakelartigen Maden, die sich durch das Holz hindurchgeschoben haben und dieses Protofleisch bleibt noch als weißer Schmier zurück. Ihr betrachtet eure Füße, eure Waffen und fühlt euch einfach nur ekelhaft. Könnte man sich ja glatt wieder übergeben. Erinnert mich irgendwie an die Heimat. Ja, mich nicht. Aber gut.
Ich glaube, das war die letzte. Sehr gut, sehr gut. Oh, das waren irgendwelche Dämonen, nicht wahr? Voltax, das ist... Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das war. Das ist irgendwas anderes. Ich bin mir nicht ganz sicher, damit kenne ich mich nicht aus, aber... Vielleicht weiß Sulamin mehr davon. Vielleicht sollten wir sie holen. Ja, von mir aus, ich mache mich gleich wieder auf den Weg. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich auch. Ganz tief in meiner Magengegend. Nein, lass es lieber. Nein, nicht. Besser nicht. Ja. Bist du sicher? Ich werf mein Odem drauf. Nur um sicher zu gehen. Ich lasse mir Zeit dafür. Das ist eine minus 3. Ist ja trotzdem recht fix. Und schau mir die letzte Made mal an. Sie sind magisch. Dämonisch. Aber du kannst die Sphäre dazu nicht auch zuordnen. Es ist definitiv was Dämonisches, aber nicht so dämonisch, wie wir das dämonische Zeug sonst kennen. Merkwürdig. Das ist das, was ich vermutet habe. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ja, ich gehe Sulamin holen. Ein Moment. Ja, und dann würde ich wieder nach oben stopfen. Erstmal in die Kapelle. Schiffskinder, wo ist Sulamin? Ich weiß nicht, vielleicht ist sie tot. Was? Das kannst du doch nicht sagen. Nein, Sulamin ist bestimmt nicht tot. Sie ist nicht wiedergekommen. Ja, wo ist sie denn hin? Ich weiß nicht, wir haben von oben irgendwas knallen und die Fenster sind kaputt. Keine Sorge, wir haben alle Dämonen besiegt. Alles gut. Rafim und ich haben uns darum gekümmert. Ihr müsst keine Angst haben. Seht ihr, der Wellengang ist wirklich viel angenehmer geworden. Können wir denn nach oben? Nein, nein, bleibt hier unten. Ich komme irgendwann wieder. Und was ist, wenn Sie Karten brauchen? Ja, dann, wir brauchen jetzt keine Karten. Wir brauchen Ruhe und Besonnenheit. Also seid ruhig und besonnen und bleibt hier. Sollen wir neue Tower schmeißen? Bleibt in der Kapelle und betet. Okay. Ja, dann würde ich nach oben laufen. Ich kann wirklich gut mit Kindern. Ich sollte bald welche bekommen. Ja, und dann auf dem Oberdeck gucken, ob ich dort auf Sulamin treffe. Sulamin, die hält sich oben auf dem Achterdeck, das ist ein Mast, oder? An dem Mast fest, damit sie mit Jalan reden kann. Es liegt nicht an der Richtung, Jalan. Abel, mir und ich haben es gesehen. Wir haben das Auge des Landverschlingers gesehen. Sulamin! Scheiße. Da bist du ja. Voltax, alles in Ordnung? Ja, wir haben so ein paar Dämonen getötet, die nicht wirklich Dämonen sind, so wie wir sie kennen. Komm am besten mal mit runter. Du kannst das sicherlich besser verstehen. Das Letzte, was wir brauchen, ist irgendwelche Viecher im Unterdeck. Sieh dir das besser an. Wir haben sie alle getötet. Alle, von denen du weißt? Nein, wirklich alle. Mit einem Knall könnt ihr die schweren Stiefel von Diamantes hören, der dann auf die Planken springt und ebenso zu euch hin eilt. Oh, Diamantes, hallo? Ja, durchfahren wir hier gerade eine ruhigere Gegend? Ich habe gesehen, der Sturm hat sich gelegt. Nein, das ist Abelmirs Leistung. Ja. Und wir sitzen ziemlich tief in der Scheiße, aber umdrehen können wir jetzt auch nicht mehr. Den Kahn zu wenden, wird uns vermutlich... Wir sollten den Kahn nicht wenden. Wie sehen die Segel aus? Die Segeln werden wohl halten, aber sobald wir wieder angelaufen sind, sollten die in fähige Hände gelangen. Damit wir da länger noch was von haben. Ist Chilas Kahn in Reichweite?